Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einem neuen Projekt bei mir auf dem Kanal. Wir spielen den Landwirtschaftssimulator 22 und die wunderschöne Map vom Yogi, die Galgenberg 2.0, wie ihr sie hier jetzt gerade auf dem Startbildschirm seht. Das Ganze, das heutige Video, dürft ihr als Prolog verstehen zu dem Projekt, das ich hier starten möchte, nämlich Galgenberg 2.0 Classic und warum das Projekt so heißt und warum hier hinten dran Food Plus steht, das werde ich euch alles in diesem Video gleich erklären, denn ich möchte euch auf jeden Fall ein bisschen zeigen, wie die Map aussieht und wo wir starten werden und warum wir so starten. Und dann zukünftig soll das ganze Projekt als Livestream-Projekt hier bei mir auf dem Kanal stattfinden, wenn möglich immer freitags und dienstags 20.30 Uhr, so für circa 2 Stunden. Aber jetzt steigen wir ein und zwar schauen wir uns jetzt hier mal die Map an, so wie wir startet, eben als neuer Farmer. So, da startet man hier oben und zwar, ja, sozusagen beim Viehverkauf. Und dann hat man einen wunderschönen Blick hier über diese Map, über dieses Dorf. Das schauen wir uns dann auch später dann an auf der Karte. Aber zunächst springen wir mal hier zum Hof. Weil das ist unser Starthof und das Wunderschöne ist eben, das ist ein originalgetreuer Hof. Genau so steht er tatsächlich auch dort, wo Yogi, wie ich erfahren habe oder wie man auch aus seinen Videos erfährt, 10 Jahre lang gelebt hat. Und er hat tatsächlich diesen Hof so originalgetreu nachgebaut, dass er sogar hier, Augenblick, hier in der Werkstatt, Originalbilder habt. Hier könnt ihr euch tatsächlich ansehen, wie dieser Hof wirklich aussieht. Also hier tatsächlich. Tja, super, oder? Genau das sehen wir eben auch im Prinzip von hier. Galgenberg 2.0. Hervorragend. Und warum eben Classic? Weil auch der Yogi empfohlen hat, dass wenn man die Map zum ersten Mal spielt, dann soll man doch hier mit diesem Starthof beginnen. Dann hat man auch Maschinen und jede Menge Features, auf die ich jetzt gleich mit euch eingehen werde, die ich euch jetzt zeigen werde, die auch eben diese Map so besonders und so toll macht und dass man sie eben spielen möchte. Ich weiß, es gibt viele, die im Moment diese Map spielen, aber wir spielen sie auf der PlayStation. Das macht dann einen kleinen Unterschied, das werde ich euch dann auch noch erklären oder zeigen. Aber wir steigen jetzt einfach mal ein, so ein bisschen von links nach rechts auf die Besonderheiten. Und auch diese Besonderheit hat der Yogi darauf hingewiesen, wir sollen unbedingt hier diese Ausrufezeichen stehen haben oder stehen lassen. Warum? Das zeige ich euch mal hier. Trigger aktivieren. Das Besondere nämlich an diesem Bioledle ist nicht nur, dass man hier einen ganz, ganz tollen, ja, ich sage mal Schrebergarten-Gewächshaus hat, sondern wenn man eben auch diese Trigger hat, dann haben die immer eine Besonderheit und da kommt es raus, hier haben wir auch eine Verkaufsstelle für unsere Produkte, wenn man das eben möchte. So, wir öffnen hier mal die Türe und dann sieht man eben, dass hier auch mit viel, viel Liebe dieses Gewächshaus hier gebaut wurde und wir hier die Möglichkeit haben, eben dann mit den entsprechenden, ja, Gütern hier dann eben Tomatensalat und Erdbeeren zu gestalten bzw. zu züchten und wir brauchen Saatgut oder Mineraldünger in der Regel immer dafür. So, das nächste Besondere hier auf dem Hof sind natürlich hier die Hühner. Und ich werde jetzt mal ein paar Hühner kaufen, denn jetzt komme ich darauf zu sprechen, was es heißt, wenn man die Map, weil es gibt 2 Versionen, seit der Version 2.0 kann man nämlich die Map-Auswahl, hat man eine Map-Auswahl für eine leichte oder erschwerte Fütterung. Und was das bedeutet, das zeige ich euch jetzt. Wir kaufen mal 2 Hühner. So, kaufen. Und wenn wir nämlich jetzt reinschauen ins Menü, dann sieht man bei den Hühnern, dass es eben hier nicht Standard ist, 100% Getreide, sondern jetzt muss man die Hühner füttern mit 50% Getreide und 50% Protein. Protein müsste meines Wissens zum Beispiel Soja sein. Und nur dann kriegt man eben diese 100% Effektivität hin. Also, wir haben jetzt gerade die Map Food Plus gestartet und hier heißt es eben
eine andere Fütterung für die Tiere und das wird bei den Kühen eben genauso sein. So, das schauen wir uns dann eben auch alles gleich an. Das Besondere hier ist, hier haben wir eine Produktion, hier können wir Butter herstellen, hier können wir Käse herstellen. Direkt hier bei uns auf dem Hof von der Milch, die unsere Kühe uns liefern, haben wir eine Produktion und auch hier wurde hier zusätzlich als Trigger dieses Fässchen hier integriert und ich gehe mal davon aus, dass dann hier die Paletten entsprechend spawnen werden. Ihr seht auch, Forstwirtschaft ist auf dieser Map auch groß geschrieben und in der Werkstatt waren wir schon. Jetzt kommen wir hier zu diesen Hallen und auch hier gibt es einiges Besonderes zu sehen, nämlich eine, die der Yogi selbst gestaltet hat, Fütterungsmaschine bzw. Fütterungsmischer. Und auch hier drücken wir auf den Trigger. Dann verschwindet hier oben nämlich entsprechend die Plane und dann kann man hier Material einwerfen. Und das Material, was man hier einwerfen kann, das seht ihr hier, das ist Stroh, Heu, Silage, Mineralfutter, Getreideschrot. Da komme ich auch gleich darauf zu sprechen, wo wir den Getreideschrot denn herbekommen. Ihr seht aber auch, hier gibt es Klee und Luzerne. Und das eben als Silage oder Heu. Und Heu ist eben auch hier ein besonderes Thema auf dieser Map. Auch da kommen wir gleich dazu. Ihr seht also, diese Map bietet vieles, vieles Interessantes, was der Yogi hier integriert hat. Und deswegen habe ich auch so viel Bock darauf, diese Map mit euch zu spielen. Ihr seht also hier die gesamte Mischration, was man hier alles einwerfen und mischen kann. Aber wir brauchen immer Mineralfutter oder Getreideschrot. Und da komme ich gleich dazu. So, also hier hat es einen wunderschönen Mischer. Hier hinten dran ist, ja, ich sag mal, die Umkleidekabine. Da können wir uns entsprechend anziehen und hier ist das Silo. Hier wird das Silo entladen und auf der Seite hier wird es beladen. Hier kippen wir ab. Hier ist wieder ein Ausrufezeichen. Da drücken wir drauf. Hier kommt der Trigger raus, die Plane und Backsteine, um die Plane festzuhalten. Und hier wird dann eben dann abgekippt. Hier ist unser Hofsilo. So, kommen wir zum nächsten Teil. Das ist der Kuhstall. Und da werden wir jetzt auch was Besonderes sehen. Nämlich, wenn wir Kühe kaufen, wie sich nämlich da dann gleich das Thema Füttern herausstellt bzw. geändert hat. Hier kaufen wir ebenfalls mal zwei Kühe. So. Und dann schauen wir uns das mal an. Nämlich hier, mit den Kühen ist es jetzt so, und da bin ich mir jetzt eigentlich gar nicht so sicher, ist das jetzt gut oder schlecht. Denn hier, ihr wisst es, klassischerweise haben wir entweder Gras, Silage oder Heu. Und je nachdem, was wir einwerfen, wird es, ich sag mal, höherwertig. Bei Gras haben wir 35%, Silage 50% und bei Heu 75%. Ja, und wenn wir natürlich dann die Mischration haben und die Mischration dann mit so einem Futtermischer zum Beispiel erstellt haben, dann kommen wir auf 100%. Aber hier im Food Plus ist es anscheinend so, dass wir das Material hier einzeln einwerfen, je nachdem Heu, Silage, Gras oder Basisfutter. Und bei dem Basisfutter gehe ich mal davon aus, dass es eben dieses Kraftfutter ist, dieses Mineralfutter. Und sozusagen können wir hier direkt einwerfen und es wird direkt gemischt. Ich bin da jetzt ein kleines bisschen unschlüssig, weil wir ja das Thema haben, dass wir einen Futtermischer haben, dass wir hier einen Futtermischer haben und Augenblick. Nee, das ist ja die Heutrocknung. Also wir haben dann hier verschiedene Möglichkeiten, im Prinzip das Futter zu mischen und eigentlich ist es für mich fast angenehmer, wenn wir das Futter so mischen, denn wir können dann das Material immer einwerfen und dann wird es hier entsprechend gemischt. Aber ihr seht natürlich auch, wenn wir nur Heu einwerfen, haben wir nur 50% und wenn wir Gras einwerfen, nur 15% und im herkömmlichen wäre es 35% bei Gras. Aber darüber werden wir dann in den Streams auf jeden Fall dann auch noch sprechen und ich denke, wir werden das auch so machen. Das Besondere hier ist auch, dass es hier eine kleine Kälberzucht gibt. Also hier gibt es praktisch im Stall zwei Bereiche. Hier ist ein weiterer Bereich, deswegen seht ihr auch die Trigger für Wasser, für Heu bzw. für Stroh da hinten und hier für den Tierkauf. So, Futter wird hier drin abgeworfen, jeweils entweder für links oder für rechts. Und hier seht ihr dann auch die Trigger eben für Wasser, da hinten für das Stroh und hier eben für die Tiere. Jetzt will ich gleich mal auf was Besonderes kommen. Das ist mir jedenfalls, habe ich gesehen in den Videos, dass es hier eine kleine Kälberzucht gibt. Tja, das Besondere ist jetzt hier, also zumindest weiß ich nicht. Also es sieht eben so aus, dass wir leider, wenn wir hier dann Kälber haben,
oder kaufen. So. Naja, also die Kälbchen sehen ein bisschen schon älter aus, schon ein bisschen ausgewachsen. Okay, also das ist, glaube ich, ein bisschen die Besonderheit jetzt hier auf der PlayStation, auf der Konsole. So, ich zeige euch aber jetzt, bevor wir hier zum Thema Heusilo und vor allen Dingen Heutrocknung kommen, noch eine kleine Besonderheit. Also hier gibt es im Prinzip zwei Mistplatten. Eine Mistplatte eben für die Jungtiere, eine Mistplatte bzw. Abladung Mist hier für die älteren Tiere. Und das Besondere ist halt, dass man dann hier diesen Mist reinwerfen kann. Und jetzt zeige ich euch diesen Trigger hier. Das ist nämlich auch toll. Dann gibt es sogar ein bisschen Qualm. Der warme Mist, der dann qualmt. Auch das eine ganz, ganz tolle Idee hier vom Yogi. Supi. Okay. So, gehen wir jetzt zum nächsten Punkt. Und das ist hier, hier können wir... Na, fangen wir lieber vorne an. Da zeige ich euch das. Also hier auch wieder ein Trigger. So, Gebläse aufdecken. Dann kommt auch wieder hier der Entladetrigger für unser Silo, für unser Strohsilo. Aber wir können auch hier gleich direkt Heu, Stroh, Luzerneheu und Kleeheu einkaufen und dann halt hier eben entsprechend entladen. Ansonsten haben wir hier eine Trocknung. Das heißt, wir müssen auf dem Feld eigentlich gar nicht direkt wenden, sondern wir können das Gras direkt hierher bringen. Und ihr seht es, wir können also Heu entweder mit Hackschnitzel oder mit Stroh jeweils dann trocknen, also befeuern, und können dann eben Luzerneheu herstellen oder Kleeheu, je nachdem. Und das Material wird dann hier entladen, beziehungsweise hier dann genau entnommen. Und hier drüben haben wir wieder einen Trigger, den wir aufdecken, das Gebläse aufdecken. Es kommt wieder der Punkt hier, der Symbol raus. Und hier können wir dann das entsprechende Gras, Klee oder Luzerne einwerfen, um es dann zu trocknen. So, das also hier zu dem Thema, was es hier alles Tolles auf dem Hof gibt und was man hier alles eben speziell machen kann. Hier ist dann noch die Viehweide. Hier haben wir noch Silos, die uns aber noch nicht gehören. Genauso wie auch dieser Unterstand, der gehört uns noch nicht. Dann haben wir hinter dem Hof eine Wiese, die uns auch noch nicht gehört. Die müssten wir auch erst noch kaufen. Allerdings gehören diese Silos hier schon zum Hof. Das heißt, die können wir benutzen. Da stehen auch schon Gerätschaften drin, die eben als neuer Farmer hier dann schon da sind. Also Freunde, ich würde sagen, das ist eine hervorragende Map. Und ich weiß, auf dieser Map gibt es natürlich noch weitere Höfe, auch weitere Möglichkeiten, einen Hof zu kreieren bzw. zu betreiben. Das schauen wir uns jetzt auch mal an, wenn wir hier auf die Übersicht gehen. So, da seht ihr es, da gibt es also diverse Höfe und die sind alle wunderschön gemacht. Hier H2 wäre der Schweinestall und ich bin mir auch da sicher, dass wenn wir da Schweinchen kaufen, dass es da dann auch eine spezielle Form der Fütterung gibt. So, da oben das B1, das müsste meines Wissens der Pferdestall sein, wenn ich richtig weiß. Und ansonsten haben wir hier eben die Misthändler, hier haben wir den Viehmarkt und es gibt noch weitere Besonderheiten auf dieser Map, auf die ich dann noch eingehen werde, dann im Stream. Auch eine Besonderheit auf jeden Fall hier, eine Apfelplantage, die wir kaufen können. Das heißt, wir können auch hier mit Äpfeln arbeiten und können, Augenblick, ich glaube hier, die Apfelsaftproduktion, dann die Äpfel dann dort hinbringen. Also ihr seht, es gibt jede Menge hier auf dieser Map zu tun und wir haben auch jede Menge Produktionen hier auf dieser Map. Hier unten ist unser Haupthof, den ihr ja gesehen habt, H1. Und hier gibt es dann noch weitere Höfe, die man natürlich dann im Laufe der Zeit dann auch erwerben kann. Und auch eben für die Baumschubser unter euch gibt es natürlich dann die Möglichkeit, hier entsprechende Waldgebiete zu erwerben, um natürlich auch jede Menge Forstwirtschaft dann zum Beispiel im Winter zu machen. Ja, also ich glaube, an der Stelle wollen wir es dann gut sein lassen für, ich hoffe, ein spannendes Projekt, das wir dann hier jetzt auf dieser Map machen werden, auf der Galgenberg 2.0 im Food
Plus. Und wir werden, wie gesagt, das Ganze im Pharma, im Standard starten mit dem Standardhof, weil hier sind einfach so viele tolle Sachen auf dem Hof integriert, die wir dann zukünftig nutzen wollen. Also, wie gesagt, wir werden dann zukünftig hier die Galgenberg als Projekt spielen, als Galgenberg 2.0 Classic, und zwar dann meistens eben, wie gesagt, als Stream, möglichst freitags und dienstags immer ab 20.30 Uhr bei mir auf dem Kanal. So, ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt und ich hoffe, ihr habt auch genauso viel Bock, hier bei diesem Projekt mit dabei zu sein. Wenn das so ist, dann würde ich mich natürlich freuen über ein Däumchen. Dann freue ich mich natürlich auch über eure Kommentare. Und natürlich wäre ein Abo auch nicht schlecht, wenn ihr das da lasst. Und zukünftig keinen Stream und keine Folge mehr hier beim Baden-Farmer verpassen wollt. Ich sage recht herzlichen Dank für eure Zeit. Und freue mich auf das Projekt, das wir dann in Kürze starten werden im ersten Livestream. Bis dahin sage ich Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.